Geld eine Hexe voll auf. Wir starten wieder einen Vorlauf. Das Feld in breiter Formation aufgefächert. Keiner will preisgeben, welche für Kräfte er hat, welche Position er liebt und wo er meint, die beste Bank zu haben. Aber jetzt formiert sich das Feld langsam wieder etwas zusammen. Und es gibt auf jeden Fall diesmal die Devise Köpfchen nach oben, hilf. Aus mehreren Rennen der Vorläufe über den ganzen Tag, insbesondere bei den Junioren, bei den Kids, zu sehen gewesen. Kopf nach oben ist einfach die schnellste Version. Dort haben wir die meisten Sieger. Die Querleger sind etwas zurückgefallen. Aber wir haben hier fast alle in der Kopf-Oben-Version in einer Formation, die sich lohnt zu beobachten. Denn das Feld ist dicht beieinander. Wir brauchen wieder 7, die ins Ziel kommen und einen Preis für ihre Besitzer abholen. 5, die im Finale dabei sind. Und da würde ich sagen, wir haben noch ungefähr 10, 12, die eine gute Chance haben, dabei zu sein, wo ich mich nicht festlegen möchte, wer dabei ist. Aber so viel sei verraten. Wer eine Ente mit einer Startnummer hat, die mit 3 endet, kann schon mal sich gute Hoffnung machen. Oh, 5 haben sich abgesetzt. Das sind 5, die wir auch brauchen fürs Finale. Aber wir brauchen noch 2 zusätzliche, die noch einen Preis gewinnen für einen Gewinner. Wer wird es sein? Das Feld dahinter schiebt sich noch weiter zusammen. Das wird ja, wir brauchen 7. 7 wie immer. Aber 5 kommen ins Finale. Euch jetzt viel Spaß am Ziel. Das heißt wieder gutes Auge besitzen und schauen, schauen. 5 fürs Finale, da gibt es keinen. Da ist es egal, wer erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter ist. Das wird er im Finale entscheiden. Aber danach wird es spannend. Ich bin jetzt gleich ruhig, damit ihr euch die Nummern zurufen könnt. Ja, 5 haben wir. Und jetzt noch 2. Jawohl. Ich übernehme jetzt die Enten und sage Ihnen, wer gewonnen hat. Sie können jetzt zuhören oder einfach aufs nächste Rennen warten oder eine Ente erwerben, um dann im nächsten Lauf dabei zu sein. Sie haben noch die Gelegenheit, wir haben noch 15 Minuten Zeit, Enten ins Rennen zu schicken.